Wisse, o Sohn und geliebter Freund, möge Allah dir ein langes Leben im Gehorsam gegen ihn erhalten und dich auf dem Pfad derer geleiten, die er liebt. Er spricht ihn jetzt an und sagt und spricht ihn mit zwei Dingen an. O Sohn und geliebter Freund. Warum Sohn? Weil sich hier um ein Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler handelt. Und so wie es in der materiellen Welt und in der körperlichen Welt Eltern und Kinder gibt, also, wie es, also sozusagen genealogische Abstammung gibt, gibt es auch geistige Elternschaft. Und Lehrer sind für uns, also unsere Lehrer sind für uns geistige Eltern. Sie haben unseren Geist sozusagen hervorgebracht. Wir müssen ihnen dankbar sein, dass durch sie, Allah subhanahu wa ta'ala, uns geistiges Leben gegeben haben. So wie uns die Eltern körperliches Leben schenken, schenken uns unsere Lehrer spirituelles Leben. Und das ist eine Elternschaft, die wichtig ist. Und er sagt jetzt, wisse, o Sohn und geliebter Freund, auch das ist wichtig. Er zeigt damit, dass der ganze Ratschlag, der jetzt kommt, der ganze Rat, der jetzt kommt, ist aus Liebe heraus. Und das ist etwas, was wir verstehen müssen. Wenn dir jemand Rat gibt, dann heißt es, er liebt dich. Wenn dir jemand auf deine Fehler aufmerksam macht, dann heißt es, er liebt dich. Und eine der schlimmsten Formen von Abwendung und von Lieblosigkeit ist, Menschen keinen Rat mehr zu geben. Es ist ganz leicht, Menschen einfach ins Gesicht zu lächeln und ihre Fehler zu ignorieren und alles ist gut und ihnen gegenüber gleichgültig zu sein. Aber Rat zu geben heißt, jemanden zu lieben. Also er spricht jetzt an mit diesen Dingen. Und das Buch, wie gesagt, heißt Ehul Walad, O Sohn oder O Kind. Jetzt überlegt einmal, das ist kein Kind. Das ist kein Kind, sondern ist ein fortgeschrittener Schüler von Imam al-Ghazali. Stell dich vor, ich sage ich irgendwie fortgeschrittener Schüler von Stephen Hawking oder so, Doktorand bei ihm. Ja? Dann denken wir, wow, was muss das für Kaliber sein? Ja? Ein fortgeschrittener Schüler bei Imam al-Ghazali war definitiv ein großes Kaliber, geistig und intellektuell. Er sagt zu ihm, oh Kind, warum? Weil egal wie alt jemand ist, wenn er sich auf so einen Weg begibt, ist er ein Kind. Und wir müssen lernen, in gewissen Situationen erwachsen zu sein. Und wir müssen lernen, in gewissen Situationen Kind zu sein. Wir müssen lernen, in gewissen Situationen stark zu sein und in gewissen Situationen schwach zu sein. Und unsere Schwäche auszudrücken und so weiter. Die Kunst ist nur, in der richtigen Situation stark zu sein und in der richtigen Situation oder gegenüber den richtigen Dingen schwach zu sein. Auf jeden Fall, er spricht jetzt an mit O Sohn und von dem her, von diesem O Sohn kommt der Titel. Also das Buch heißt O Kind. Ist egal, ob es jetzt O Kind oder O Sohn, aber es sind die ersten Worte, die Imam Rasali an ihn richtet. Wisse, O Sohn und geliebter Freund. Und jetzt macht er Dua für ihn. Möge Allah dir ein langes Leben im Gehorsam gegen ihn erhalten und dich auf dem Pfad derer geleiten, die er liebt. Er macht Dua für ihn. Und was für ein schönes Dua macht er. Ein langes Leben im Gehorsam auf dem Weg der Liebe zu ihm. Was Besseres kann man nicht wünschen. Richtig? Aller guter Rat liegt ausgebreitet in der Schatzkammer der Botschaft des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, zunächst einmal wisse, dass das, was du brauchst, in der Schatzkammer des Propheten ist, dass dein Medikament in der Apotheke des Propheten ist. Wisse das. Egal wie groß, also Imam Rasali sagt, egal was ich jetzt für dich bin und für wie groß du mich hältst, im Prinzip, das, was du suchst, ist in dieser Religion enthalten. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Problem, das manche Leute haben, wenn sie zum Beispiel einen bestimmten Lehrer wählen oder so und dann irgendwie zum Beispiel enttäuscht werden. Ja, dann brechen sie total zusammen, dann bricht für sie die ganze Welt zusammen. Es soll aber nicht so sein. Es ist einfach, es ist, das,
unser Heilmittel ist in der prophetischen Apotheke. Und ob der Apotheker gut oder schlecht ist, vielleicht hat er mal ein falsches Medikament gegeben aus der Apotheke, aber dennoch, die Apotheke bleibt in der Apotheke, ist gut. Und der Apotheker, der uns was gibt, ist austauschbar. Okay? Aller guter Rat liegt ausgebreitet in der Schatzkammer der Botschaft des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Falls dir von dort Rat zuteil wurde, welches Rates bedarfst du dann von mir? Also wenn du von dort, wenn du in dieser Religion Rat gefunden hast, dann brauchst du mich eigentlich nicht mehr. Und falls du ihn dort nicht gefunden hast, so sage mir, was hast du dir in all den vergangenen Jahren zu eigen gemacht? Denk nach, warum bist du in dem Zustand? Denk über dich nach. Und der Ausdruck ist hart, aber der Ausdruck ist an uns gerichtet. Denk nach, warum bist du in den Zustand? Warum sind wir so, wie wir sind? Was habe ich in den ganzen, das ist ein wichtiger Gedanke. Was hast du in deinen ganzen Jahren gemacht? Was hast du in den letzten 5 Jahren gemacht? Wie hast du deine Zeit verbracht? Man sagt, ja, ich verbessere mich nicht und ich werde nichts. Okay, wie hast du deine Zeit verbracht? Das ist das Wichtigste, die wichtigste Frage. Wie hast du deine Jugend verbracht? Warum bist du bis jetzt noch nicht auf einen grünen Zweig gekommen? Also er sagt nicht, okay, super, jetzt hast du mich gefunden und jetzt werde ich dir alles ausbreiten. Nein. Er sagt, du bist schuld, dass du es nicht gefunden hast, aber trotzdem gebe ich dir einen Ratschlag.